Ja, mein Name ist Christine. Wir sind hier in Obertraubling, ein kleiner Ort, ganz in der Mitte von Bayern. Und unsere Flow Hives sind schon das zweite Jahr hier im Garten. Meine ersten Erfahrungen als Bienenzüchterin habe ich als Praktikantin gemacht. Eine Freundin war vor 21 Jahren schwanger. Sie war nicht mehr in der Lage, die schweren Beuten zu heben. Und ich habe ihr assistiert. Und seit dieser Zeit habe ich immer wieder mit ihr Kontakt gehabt. Und seit genau 2 Jahren sind wir selber hier mit unseren eigenen Bienen beschäftigt. Wie fängt es an mit dem Bienenzüchten? Wir haben vor 2,5 Jahren in einem Fernsehprogramm ein Interview gesehen und eine Reportage über Flow Hive und dachten uns dann, das ist genau das Richtige, wenn man im kleinen Maßstab mit der Bienenzucht beginnen möchte, weil wir die ganzen aufwendigen Ausrüstungsgegenstände wie eine Schleuder und die ganzen anderen Materialien nicht brauchen. Und das war so die Initialzündung zu sagen, wir fangen einfach mal mit einem oder zwei Völkern an. Und in dieser Zeit habe ich dann auch Kontakt zu einem Bienenzüchterverein aufgenommen und mir dann noch einmal die ganzen Basics angeeignet, damit auch der Hintergrund für die Bienenzucht auch einigermaßen fundiert war. Wir haben uns dazu entschlossen, das Flow Hive System auszuprobieren, weil es wesentlich einfacher in der Handhabung ist als das vergleichbare System mit Entdeckeln, Schleudern. Und gerade im kleinen Maßstab, wenn man mit nur einem oder zwei Völkern beginnt, macht es einfach die Arbeit leichter und es stört die Bienen auch wesentlich weniger. Also so wenig wie möglich in den natürlichen Ablauf einzugreifen, war unser Ziel. Letztes Jahr haben wir mit 3 Völkern begonnen und mit 3 Hives. Wir haben die ersten beiden Hives schon im zeitigen Frühjahr aufgesetzt und 2-mal geerntet. Hatten etwa 60 Kilo Ertrag von beiden. Der dritte kam erst im Spätsommer dazu, sodass da noch kein Ertrag war. Aber es geht hier nicht um den Ertrag, sondern darum, dass den Bienen gut geht und dass sie sich auch gut entwickeln können. Unser Leben hat sich schon dramatisch verändert, gerade was jetzt unsere Umgebung angeht. Wir haben unseren Garten, unser Leben den Bienen angepasst. Die Gestaltung des Gartens in den letzten 3 Jahren ist komplett auf den Kopf gestellt worden. Weg von Pflanzen, die nur schön sind, sondern nur unter dem Aspekt, was ist Nahrung für die Bienen und gleichzeitig natürlich auch gesund für uns. Keine Gifte im Garten, die haben wir vorher noch nie benutzt. Und jetzt vor allem die Auswahl der Pflanzen nur unter dem Aspekt, alles was gut ist für Bienen, Hummeln, Wildbienen und andere Insekten. In unserem Garten wollen wir ein Zeichen setzen für die Nachbarschaft, für die Umgebung. Ein Zeichen dafür, dass es möglich ist, mit den Insekten in Frieden zu leben. Nicht nur wie vor 20, 30 Jahren üblich, überall Gift, überall alles glatt. Es sollte so lebensfreundlich wie möglich sein und vor allem eben auch für die Kinder ein Zeichen. Man kann mit den Insekten zusammenleben, ohne dass sie eine Gefahr darstellen. Ja, wir wollen mit dem, was wir selber anbauen, auch Selbstversorger sein, soweit es geht, unabhängig von der Industrie und vor allem alte Sorten anbauen. Alle die Tomaten und Chili, die wir hier haben und das Gemüse sind sehr alte Gemüsesorten, die man auf dem normalen konventionellen Markt nicht erhältlich, nicht bekommt. Und allein schon das Aroma und die verschiedenen Formen sind sehr spannend. Machen sich die Bienen bemerkbar. Also es ist eine ganzheitliche Erfahrung. Mit der Zeit bekommt man das ins Gefühl, wie geht es den Bienen, wie geht es mir. Eine Sache, die ich als Bienenhalterin sehr gern mache, ist daneben sitzen, schauen und hören, nur beobachten. Mich auf diese Ruhe des Summens einstimmen und mich einfach vom Duft und von den Geräuschen treiben lassen. Das ist das Schönste überhaupt am Bienenzüchten.